eine grosse Verantwortung haben die Eltern vor allem darum, weil sie ein Vorbild sind für ihre Kinder. Was die Eltern machen, macht das Kind auch. Und wenn die Eltern der Schule nicht folgen, dann machen das Kind auch nicht. Und darum sei so ein Urteil hochproblematisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schüler dann auch nicht so einsetzen in der Schule, ist eben gross. Also innerhalb der Familie, wenn die Eltern die Schule nicht so ernst nehmen, dass die Kinder das auch nicht so ernst nehmen, das ist gross. Und das finde ich auch ist eine beunruhigende Tendenz. Und um diese Tendenz zu stoppen, müssen wir mindestens einzelne Elternabende führen, wo man muss gehen. Bei wichtigen Themen, wie zum Beispiel Übertritt von der Oberstufe oder allenfalls auch ein Mobbingfall, den alle Eltern von einer Klasse betreffen kann, dann finde ich, ist es schon wichtig, dass alle Eltern kommen. Und wenn man einfach sagt, es wäre schön, wenn sie dabei sind, nützt das halt manchmal eben zu wenig. Auf der Seite der Eltern nimmt man das Urteil von gestern ganz anders auf. Zwar sind die Elternabende wichtig, aber ein Obligatorium, das gehe ich nicht. Also das, finde ich, geht dann wie ein bisschen zu weit. Ich bin halt sehr interessiert, was in der Schule abgeht. Ich finde auch halt die Elternarbeit gut, um sich zu informieren. Und nachher überlasse ich die Arbeit wieder den Lehrern. Ein Zwang, um an Elternarbeit zu gehen, das würde nur schlechte Stimmung bringen. Und schliesslich haben nicht nur die Eltern, sondern auch die Lehrer eine Verantwortung. Die Lehrer, das ist ihr Job und sie sind gut ausgebildet für das. Und wir sollten auch ihnen also sie die Arbeit machen lassen. Man schiebt sich also gegenseitig die Verantwortung zu. Aber in einem Punkt sind sich Lehrer und Eltern einig. Die beste Lösung ist es einfach, miteinander zu reden, bevor man vor Gericht geht.